Ja, ein sehr, sehr gutes Spiel von meiner Mannschaft. Ich bin extrem stolz und zufrieden heute. Der Plan ist aufgegangen. Wir wollten die ersten Minuten ganz hoch pressen und frühe Tore machen. Das haben wir geschafft. Wir wussten, dass Löwen spielerisch stark ist. Sie haben sehr technisch starke Spieler und wollten da auf den Füßen treten, wollten da sein und extrem souverän runtergespielt. Am Ende hat Löwen Glück. Es könnte noch ein, zwei Tore höher ausfallen, aber mit 3 Punkten und 3-1 bin ich voll zufrieden. Ihr Team kam sehr motiviert aus der Kabine und Sie haben den Gegner förmlich gerade in der Anfangsphase überrannt. Haben Sie denn was Besonderes mit auf den Weg gegeben heute? Tatsache ja. Also zum einen waren wir Freitagabend essen, nochmal so eine kleine Veranstaltung und ich habe heute ein Video gezeigt. Ich möchte mich da bei ganz, ganz vielen Trainerkollegen bedanken. Ich habe so Hype Berlin generiert. Brunnemann war dabei, Thorsten Beck, Cheftrainer Ludwigsfelde FC, Lukas Lach, der ehemalige Trainer. Ich habe der Mannschaft eine Videobotschaft mitgegeben. Alle Trainer, ehemalige Spieler haben denen viel Glück und Erfolg gewünscht und anscheinend hat es geholfen. Und ja, super. Im zweiten Durchgang kriegt der Gegner eine gelb-rote Karte nach einer, sag ich mal, Unsportlichkeit oder der Spieler hatte seine Nerven nicht im Griff. Und danach war so ein bisschen auch bei Ihrem Team die Luft raus. Wie erklären Sie sich das? Das ist ein bisschen so, wenn wir dann das Spiel machen müssen, tun wir uns schwer. Dann wussten wir, sie sind Unterzahl, dann standen sie ein bisschen tiefer und wollten nur mit langen Bällen agieren. Da tun wir uns nun mal schwer, deswegen stehen wir auch ehrlicherweise da unten. Und trotzdem hatten wir noch dann gute Konter, die wir nicht zum Ende ausspielen. Da fehlt dann wieder der letzte Pass. Aber am Ende ist es mir egal, wir haben 3-1 gewonnen und stehen hier mit 3 Punkten. Wichtige 3 Punkte für den Klassenerhalt, aber auch durch die unklare Abstiegsregel kann man sicherlich erst am letzten Spieltag mit Gewissheit sagen, was nun dabei rumkommt. Wünschen Sie sich da auch eine klarere Regelung für die neuen Jahre? Ja, es ist halt immer schwer, wenn du da unten drin stehst und der Verband sagt noch nichts Klares dazu, dann finde ich es einfach nicht gut. Und so ein bisschen muss man ja sagen, baden wir gerade was aus, dass letztes Jahr keiner aufsteigen wollte. Da muss man sich auch nochmal hinterfragen, wenn man sportlich Platz 1, Platz 2, Platz 3 hat, warum da keiner hochgehen will. Aber trotzdem, wir nehmen jedes Spiel ernst. Wir wollen ja auch alle Spiele gewinnen. Am Ende kann es uns ein bisschen egal sein, weil du gehst als Sportler ran und willst die Spiele gewinnen. Und wenn du da unten nicht stehst, dann will ich jetzt hier auch nicht sein und mich beschweren. Von dem alles in Ordnung. Wir nehmen es so, wie es ist und werden besser. Und wie ist jetzt die Marschroute für die letzten Spiele? Gibt es jetzt vor jedem Spiel eine Videobotschaft oder was ist der Masterplan? Ja, das leider nicht, aber ich habe den Freitag versprochen, wenn wir das Spiel heute ziehen, dann lade ich sie Freitag zum Essen ein. Es wird eine teure Angelegenheit. Ja, wir müssen einfach als Mannschaft eng zusammenhalten, die Fans auch, wir müssen alle mit ins Boot holen und dann bleiben wir auch in dieser Liga, davon bin ich überzeugt. Ja, zum Schluss muss man natürlich sagen, es ist verdient. Ja, wir sind überhaupt nicht in die Partie reingekommen. Wir haben uns auch sehr, sehr schlecht verkauft in der ersten Halbzeit, insbesondere in den ersten 20 Minuten. Ich habe es jetzt gar nicht mitgezählt, aber es stand relativ zeitig schon 3-0. Und uns ist bis dann auch nichts gelungen. Also es ist einfach so, dass wir mit unserem Spiel nicht klarkamen. Sicherlich haben wir heute auch ein bisschen andere Aufstellung gehabt, bedingt, dass einige später gekommen sind, nachgekommen sind. Aber das darf jetzt keine Ausrede sein. 3-0 darfst du in so einem Spiel nicht nach 20 Minuten hinten liegen. Und das hat natürlich unserem Gegner in die Karten gespielt. Die haben das gut gemacht, die haben das clever gemacht, die haben auch viel nach vorne gespielt. Das ist uns gar nicht gelungen. Wir haben in der zweiten Halbzeit nach einer schweren Kabinenansprache haben wir natürlich dann umgestellt, haben dann zu unserer eigentlich ursprünglichen und auch geplanten Aufstellung zurückgefunden. Und ich glaube schon, dass wir damit dann bewiesen haben, dass wir zumindest Fußball spielen können. Allerdings die gelb-rote Karte kurz nach Wiederanpfiff zur zweiten Halbzeit, ja, die verändert natürlich dann eigentlich vieles, aber gerade in der Phase von da an bis zum Ende fand ich, haben wir richtig gut Fußball gespielt. Man hat gesehen, dass wir auch mit Leidenschaft Fußball spielen können. Man hat auch gesehen, dass die Zweikämpfe gepasst haben. Wir haben uns gute Möglichkeiten rausgespielt, aber allerdings wiederum dann an guten Möglichkeiten gescheitert. Aber ich sage mal so, mehr als Ergebniskosmetik ist, wenn man in Unterzahl spielt, wahrscheinlich auch nicht zu erwarten. Also mit allem Glück, was man auf der Welt hat, vielleicht. Aber wie gesagt, das ist uns momentan nicht hold. Dafür muss man eine Menge tun. Das haben wir nicht getan, insbesondere in der ersten Halbzeit. Und somit muss man einfach ganz verdientermaßen anerkennen, dass das zum Schluss Babelsberg gut gemacht hat und ich sag mal so verdient die 3 Punkte mitnimmt. Und wir müssen halt schauen, dass wir noch den einen oder anderen Punkt in den nächsten Spielen irgendwie zusammenklauben. Und dann denke ich mal, ist es auch rechnerisch für uns sicher. Sie haben es schon selbst angesprochen. Eine Ihrer frischen Kräfte, die Sie zur Pause gebracht haben, fliegt kurz danach schon wieder mit Gelb-Rot runter. Da sind ihm sicherlich ein bisschen die Nerven versagt. Haben Sie dafür Worte? Nein, eigentlich nicht, weil genau das darf nicht passieren. Er ist eigentlich frisch und er weiß gerade in so einer Begegnung, die ist hitzig. Ich meine, Babelsberg hat das natürlich mit sehr viel Einsatz und Kampf auch auf dem Platz getan, was ganz normal ist. Da darf ich mich jetzt nicht provozieren lassen, nur weil ich dann einen Einwurf nicht sofort ausführen kann, was sich einer da vorstellt oder den Ball behindert. Und sich 2 gelbe Karten innerhalb von 10 Sekunden zu holen, das ist schon eine Meisterleistung. Und das hat uns natürlich geschadet, logisch. Es ist nun mal so, dass wir damit ja letztendlich fast gar keine Chance mehr hatten, überhaupt noch mal in die Partie zurückzukommen. Jetzt ist es so, auch durch die unklare Abstiegsregelung, dass Sie noch nicht sicher sind, auch fürs nächste Jahr in der Brandenburg-Liga. Haben Sie da noch akute Sorgen oder denken Sie, dass Sie durch sind? Na,
Nein, also wie gesagt, solange das nicht rechnerisch bestätigt ist, dann sollte man immer die Sorge mit sich tragen. Das war unser Ziel, heute wenigstens zu punkten, wo wir letzte Woche schon 2 Punkte liegen lassen haben. Ja, wie gesagt, zum Schluss muss man schauen, wie die nächsten Begegnungen ausgehen. Es gibt noch ein paar Quervergleiche, sodass die Punkte sich auch noch unten verteilen. Aber das stimmt schon. Im schlechtesten Fall kann man da unten noch reingeraten. Das heißt einfach so, wir sind nicht sicher. Und da müssen wir jetzt zusehen, dass wir in den nächsten Spielen irgendwie noch ein paar Punkte holen, dass es dann eben irgendwie sicher ist und dann doch zu 100%. Wünschen Sie sich vielleicht auch für die neuen Jahre oder die nächsten Jahre eine klarere Abstiegsregelung, sodass dieses Chaos nicht entsteht? Naja, das ist schwer zu sagen. Ich meine, letztendlich leben wir mit 17 Mannschaften. Das ist dann letztes Jahr so entstanden und dadurch war eigentlich allen klar, dass 3 absteigen müssen, um dann wieder auf 16 zu kommen. 2 kommen aus der Landesliga hoch. Also ich sage mal so, das ergibt sich. Ja. Dass eventuell 4 oder 5 Mannschaften absteigen können, das ist so eine Sache, das finde ich auch nicht so in Ordnung. Aber das ergibt sich dann wieder aus den von oben herunterkommenden. Ja, ich sag mal so, mit 3 musste man rechnen. Also wer damit nicht gerechnet hat, der versteht die Liga nicht. Also wir müssen auf 16 Mannschaften zurück und da sind 3 Absteiger halt Pflicht. Und wie ist jetzt die Marschroute für die letzten Spiele? Ja, ich sag mal, das, was wir jetzt in der zweiten Halbzeit gezeigt haben, insbesondere nach der Runterstellung, ist mal, dass wir eben auch körperlich wieder Fußball spielen müssen. Wir können es nicht nur mit Zaubern, wir müssen halt eben auch in der Liga mit körperlicher Präsenz glänzen und das müssen wir halt einfach in die nächsten Spiele mit reinnehmen. Und dann denke ich schon, dass da auch noch Punkte zu holen sind. Denn wir haben es ja bewiesen, dass wir in der Rückrunde eigentlich einen guten Lauf hatten, aber immer wieder so eine Störung mit drin haben, wie dieses Spiel jetzt auch. Und letztendlich, wir werden schon noch unsere Punkte holen. Ich glaube schon, dass wir in der nächsten Saison noch in der Brandenburg-Liga spielen, aber sicher ist es noch nicht.